Herzlich willkommen in Berlin, herzlich willkommen zur Weltpremiere des neuen Opel Crossland X. Okay, vielleicht sind wir doch eher bei der Weltpremiere des neuen Grumpy Cat Kalenders. Oder möglicherweise ist das auch eine Weltpremiere. Wir gucken mal, ob wir ein neues Auto finden. Da ist er endlich, der neue Opel Crossland X. Kommt er Ihnen bekannt vor? Nicht so richtig? Darunter steckt ein Peugeot 2008. Heißt jetzt nur anders, aber wird tatsächlich zusammen mit Peugeot in Spanien gebaut. Erste Sitzprobe im neuen Opel Crossland X und was fällt auf? Es ist sehr viel Opel hier drin, also das sieht gar nicht so sehr nach Peugeot aus. Da haben Sie drauf geachtet, Sie haben geguckt, wir wollen den Peugeot 2008 zwar als Basis haben, aber wir wollen unsere eigene Note hier reinbringen, sowohl von außen als auch von innen und ich finde, das ist Ihnen richtig gut gelungen. Was mir jetzt schon auffällt ist, wir sind hier in einer relativ, naja, sagen wir mal preisgünstigen Klasse unterwegs und hier gibt es ein Head-Up-Display, gar nicht mal so schlecht. 4,21 Meter lang, damit 16 cm kürzer als ein Opel Astra. Also wir sehen, wir sind in einer kleinen SUV-Klasse. Was ich ganz schön finde, ist zum Beispiel die Rückbank hier. 40, 20, 40 umklappbar, also durchaus ein praktisches Auto. 410 Liter Kofferraumvolumen. Es gibt also so ein paar Zahlen, die ich auch weiß. Ich weiß allerdings nicht, welche Motoren kommen da rein und wie teuer der Wagen wird. Das weiß ich auch nicht, aber dafür habe ich jemanden, der sich damit auskennt. Richtig, und das Ganze werden wir morgen klären. Bei einer exklusiven Sitzprobe werden wir die letzten Geheimnisse dieses Peugeot-Pils lüften.